Freunde, das heutige Video wird euch präsentiert von The Better Cat. Kennt ihr, glaube ich, schon, habe ich euch schon öfter mal vorgestellt. Ist ein ganz, ganz junges Unternehmen, was sich auf Tierfutter spezialisiert hat, gerade auf Katzenfutter. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Futtersorten, die unsere beiden Süßen auch sehr, sehr gerne mögen. Hier zum Beispiel Trockenfutter, ne, haben die ganz normal mit dabei. Natürlich auch Nassfutter gibt es dazu. Es gibt getrocknetes Futter, habe ich so tatsächlich auch noch nicht woanders gesehen. Und es gibt Katzenminze, ich sage euch gleich, da werden eure Lieblinge auf jeden Fall richtig wild von und richtig süchtig. Im Trockenfutter haben wir bis zu 65% Fleischanteil. Das ist immer sehr, sehr gut. Beim Nassfutter in diesem kleinen Beutelchen hier sitzt sogar bis zu 95%. Das ist also fast pures Fleisch und eure Lieblinge werden es euch danken, denn da sind nicht irgendwie irgendwelche, ja, keine Ahnung, irgendwelche ekligen Zusatzstoffe drin oder sowas wie Zucker, Getreide oder sowas. Alles, was eure kleinen Mäuse auf gar keinen Fall brauchen. Cooler Nebeneffekt ist auf jeden Fall eine bessere Fell. Katzenklo stinkt nicht mehr so doll und das generelle Wohlbefinden eurer Katze wird sich auf jeden Fall steigern. Das könnt ihr mir glauben. Ich kann es nur immer wieder empfehlen, geht nicht in den Discounter oder zu irgendwelchen Supermärkten und kauft dieses, ja, diese sogenannte Billigfutter, da ist überall, wie gesagt, Zucker und sowas drin. Auch irgendwelche Marken, die ihr so aus dem Fernsehen oder so kennt, die irgendwie ein bisschen, ich sag mal, geläufiger sind. Auch da ist leider so, überall sind Zuckerstoffe drin, Getreidesachen drin. Gebt das euren Katzen nicht. Wie gesagt, ihr tut euch damit bzw. den Tieren keinen Gefallen. Guckt euch dann lieber nach einem vernünftigen Futter um. Ist in der Regel zwar ein bisschen teurer, aber ey, ihr kauft euch ja auch nicht immer nur das billigste Essen für euch selbst. Deswegen, warum nicht auch für eure Katzen? Und Leute, wenn ihr bei The Better Cat einkauft, ist auch ganz geil. Da geht immer noch ein kleiner Teil der Einnahmen an eine Tierschutzorganisation. Und wenn ihr jetzt auf den Link unten klickt, der in der Beschreibung verlinkt ist, dann gibt es mit dem Code TEQUILA20 sogar noch 20% auf eure Bestellung. Das ist auf jeden Fall perfekt für alle, die es mal ausprobieren wollen, aber auch für jede weitere Bestellung gibt es da 20% Rabatt. Wie gesagt, einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen verschnupften Flohmarkt-Video. In diesem Video gibt es wieder einige coole Funde zu sehen, einige coole Preise, einige, ja, doch ein bisschen absurde Preise. Das werdet ihr gleich feststellen. Ja, macht euch gemütlich und genießt das neue Video. Nix mehr dabei, oder? Das ist wohl nicht da noch alles. Da ist noch ein Netz voll, ist das? Aber ist nicht das Richtige. Ja. Nee. Hast du auch Kabel, Chef? Was kostet die? 50. Okay, nee, ist mir ohne Kabel zu viel, leider. Kabel. Gut, okay, danke erstmal. 10er. Kannst du mir mal das von PlayStation da liegt mal geben? Diese Reise. Ja, sag mal. Danke. Ja. Aber war schon offen leider. Was kostet das hier? Was kostet das hier? €5. Okay. Und hier das hier? Kopfhörer von PlayStation? Diese 15. Okay. Ah, hier steht drauf defekt, ne? Ja, steht. Hier sind noch mehr. Schmerz. Jetzt noch jemand? Achso, das ist ja, das sollen wir gerne machen. Nee, ich hab vergessen ranzumachen. Mike, gleich ran. Na hier? Auseinander, ihr Popelchen. Chef, sag mal, Preis noch für dieses? Und für den auch noch. Obwohl, nee, den nicht. Der ist nicht schön. Die noch. Was? Wie diese auch? Auch 5 war das. 6. Willst du das auch? Nee, defekt steht da drauf. Mach ich dir Preis, und du kannst reparieren. Ja, man weiß halt nicht, was defekt ist, das ist das Problem, ja, ne? Aber hier steht irgendwas von. Ist da auch so ein Move-Ding drin? Nee, da ist nur der. Nee. Kaputt defekt, ja. Ja, kaputt defekt, ja. Also, das hast du seit 5? 13. Diese. Weil das 6 ist, diese ist 6. Nee, das Teil gehört da dazu. Ja, ich weiß, aber das ist Ladekabel. Ja, gehört doch hier zu, oder nicht? Ja, gehört, aber Ladekabel kostet extra 5 Euro.
Das kostet extra, ob es dazu gehört? Bitte? Das gehört dazu und kostet extra. Der Laptop auch vom Ladegerät. Ja, sag mal Gesamtpreis jetzt hier. 13,90. 10er mache ich. Das ist wenig, glaube ich. Ja, dann gar nicht. Bitte? Dann gar nicht. Also 13 ist mir. Dann nur den für 5. Das ist mir zu teuer da. Okay, Kollege sagt, es geht 10er. Ja? Okay. Machst du mir 13? So, das ist jetzt hier Fund Nummer 1, irgendwie von, ich weiß gar nicht, wie es, das sah aus so wie so ein bisschen Retourzeug oder so. Also würde ich auf jeden Fall sagen, guck mal hier, da habe ich so einen Move-Controller in OVP mitgenommen, da steht drauf Reklamation. Ja, keine Ahnung, also ist auf jeden Fall schon mal benutzt worden, sieht man ja hier auch, ne. Aber er sieht an sich so noch ganz gut aus, gab es jetzt hier für 5 Euro. Was damit ist, steht leider nicht drauf, aber ihr habt gesehen, die hatten auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die irgendwie alle wahrscheinlich kaputt oder defekt waren. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kaufen die irgendwie defekte Ware auf und hoffen dann auf dem Flohmarkt loszuwerden oder dass es jemand merkt oder so, oder dass sich da keiner drum kümmert. Keine Ahnung, auf jeden Fall, dann gab es hier noch eine PlayStation 4 Ladestation, da habe ich euch letztens auch schon mal eine gezeigt, von der PS5, ne? Also ganz witziger Zufall eigentlich, die muss noch mal ein bisschen sauber gemacht werden, und dann funktioniert die genauso, stellst du deine Controller genauso rauf wie bei der PS5 Station letztens, ja, und die gab es auch für einen Fünfer. Er wollte irgendwie für den Netzteil auf einmal extra Geld haben, weiß ich nicht, weil er meinte, das macht man bei Laptops auch so. Für mein Verständnis ist das totaler Blödsinn, weil wenn ich einen Laptop kaufe, dann ist mir das natürlich auch klar, dass ich da ein Netzteil dazu bekomme, genauso wie bei der Ladestation, weil was bringt mir die Ladestation, wenn da kein Strom ankommt, ne? Also ein bisschen sehr merkwürdiges Geschäftskonzept, aber wie habt ihr ja gemerkt, für einen Zehner ginge der dann doch noch irgendwie klar. Ja, gehen wir mal zum nächsten Deal. Nee, ich glaube nicht. Walkman. Nee, Discman. Oh, Discman. Chef, was kostet der hier? Der war hier drin? 5 Euro. 3 okay? Nee. Hä? Nee, 5. Dann mach 4. 5. 5? 5. Heute billiger, morgen 2. Naja, was? Morgen 10 oder was? Nimm mal bitte. Kannst du ein bisschen wechseln? Danke dir. Ciao, ciao. An dem Stand gab es jetzt einen ganz schicken PS3-Controller tatsächlich, und ich finde einen schicken bzw. nicht so abgerockten, runtergeranzten Controller siehst du gar nicht mehr so oft. Ihr könnt ja mal gucken, klar, der ist ein bisschen staubig oder so, das ist natürlich keine Frage. DualShock hat er auch, das heißt also Vibration ist mit dabei, aber hier die Sticks, die sehen auch gut aus, und alles andere, was so da drauf ist, ja, das ist alles nur so ein bisschen Dreck oder Staub oder so, das kriegt man alles wieder super runter. Ob er funktioniert, habe ich noch nicht getestet, das heißt, also ja, werde ich noch ausprobieren müssen, kann ich euch vielleicht nochmal separat irgendwie Bescheid geben, aber er sieht jetzt jedenfalls nicht so aus, als wenn er irgendwie groß durch die Gegend geflogen ist oder irgendwas. Boah, wie gesagt, 5 mal, denke ich, war das schon okay. Oh. Reiseführer? Oh, müsste nicht noch eine Karte drin sein? Karte muss drin sein, ja. Schön. Die Anleitung überhaupt? Nee, oder? Die Reiseführer halt. Ja, was ist die Anleitung und eine Karte für den Mann wahrscheinlich. Oh, wir sind nicht. Mal hier. Oh, PlayStation Gun. Ja. Mhm. Oh, fällt ja die Bratpfanne um hier. Okay. Was kosten die Sachen, Chef? Sowas oder hier? Stromkabel. Die 2. Ja, und die 3. Na, sag mal irgendwie. Aber 3, 20 Schritte. Und einzeln? Einzeln. Ja. 7, 6. Okay. Sind sogar 20. Was ist denn der Tüte? Ich komme gleich nochmal zurück. Ja? Schon die Blutdruckgeräte oder so. Machst du 15, Chef, für die 3? Okay, war jetzt der Grund. Ja? Okay. Dann nehmen wir das mal mit dir. Willst du nehmen? Ja, oder? Okay.
Danke, ja. Danke. Hier auch wieder so ein kleiner Krimskram-Stand, wo es irgendwie, keine Ahnung, anscheinend alles gibt von verschiedenen Sachen. Ihr habt es ja gesehen. Ne? Unter anderem gab es hier ein GTA Vice City für die PlayStation 2. Wahrscheinlich, also ihr wisst immer ein bisschen besser wahrscheinlich, wahrscheinlich fehlt mir hier die Karte. Ich glaube, der Reiseführer alleine reicht hier nicht aus. Ne? Aber ansonsten, die CD ist dabei, kratzermäßig. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ein paar kleine Kratzer sind da drauf, aber das ist jetzt nicht so, dass die nicht laufen würde. Ja, und dann gab es noch dazu ein Netzteil für die Switch. Das zeige ich euch aber später, weil das nochmal woanders eine Rolle spielt. Und dann gab es dazu diese geile Namco-Gun, Alter, für die PS1. Also die sieht ja mal richtig gut aus, oder? Die hat auch einen richtig geilen Zustand noch. Die ist nicht vergilbt oder irgendwie verkeimt oder so. Also finde ich schon sehr, sehr nice. Die funktioniert ja hier so mit, ja, mit, so mit Fotolinse, ne? Also funktioniert ja quasi nur noch auf einem Röhrenfernseher, auf einem heutzutage, auf so einem, ja, auf einem LCD-Bildschirm, wo es funktioniert halt nicht mehr. Ja, finde ich geil. Keine Ahnung, was kannst du da so spielen? Spiele ich jetzt mal so was wie Resident Evil Survivor oder so, zockst du damit? Habe ich selber früher nicht gezockt und habe ich auch zur heutigen Zeit, glaube ich, noch nie irgendwie mal ausprobiert. Aber damit habe ich ja jetzt die Chance, auf jeden Fall. Richtig geil. Chef, kann ich mir die Switch angucken? Was willst du für die haben? 160 habe ich diese noch keine, aber diese Joystick ist scharf hier auch nicht. Achso, also hat er zwei, guck mal. Ja, zwei, ich schaff Joystick. Guck mal, liegt da ein Tetris? Nee. Für Super Nintendo? Nee, das andere da drunter. Nee, also. Ja, das ist schon ganz schön. Ah. Also Spiel hast du nicht, oder? Zum Probieren? Nee, hab ich nicht. Und was ist mit der? Diese auch, aber diese keine Joystick. Aber funktioniert die? Ja, natürlich. Diese beiden funktionieren. Ja. Ja. Da bleibt der Spiel drin. Denke ich nicht. So. Und ist das zusammen oder wie machst du das? Das extra, das ist 160, das ist 120. Ja, das ist natürlich keine Controller, ne? Können wir mal probieren, ob die gehen, oder? Probieren, die geht weit und so. Probieren. Mit weiter. Und ob er hier einen WLAN findet? Okay. Kannst du hier noch besseren Preis machen, Chef? Welche? Die. 120 ist ein guter Preis, oder? Weißt du? Sehr guter Preis. Wenn ich sage 150 und dann sagen so, so, sagen sehr guter Preis. Und das mit diese. Das ist mit diese? Ja, genau. Dann machst du dich die da so? Ah. Das auch? Ja klar, aber ich dachte, du verkaufst das so und die alle einzeln. Nur die ohne die Station? Die Station kannst du dann da machen? Was, 90? Wie viel? 100 Euro, ich habe sehr korrekt Preis. Ja, ist okay. Okay, danke dir, ja. So, und jetzt hier der Grund, warum ich das Netzteil vorhin, was ich von der Switch hatte, noch nicht gezeigt habe. Denn das ist jetzt hier schon mit drin, genauso wie die Switch selber, die ist auch schon hier drin. Das ist nämlich ein richtig guter Zufall gewesen, denn ich hatte hier zu Hause die Joy-Cons schon da, ich hatte die UVP schon da, ich hatte diesen Joy-Con-Halter, diese kleinen Halter mit der Schnur dran habe ich da. Die Anleitung ist ja alles dabei. Das Einzige, was mir tatsächlich gefehlt hat, ist die Switch selbst mit dem Netzteil dazu. Ne? Netzteil habt ihr gesehen, habe ich jetzt und die Switch selber habe ich auch bekommen. Fand ich auch ein sehr, sehr guter Preis. Klar, 100 Euro klingt jetzt erstmal nicht so richtig geil für nur das Tablet, aber ich denke mal, ihr habt es ja auch im Video gesehen, da war ja auch noch das Spiel Zelda Breath of the Wild dabei und ich glaube, in dem Moment, wo das Spiel dann damit dabei ist, da lohnt es sich auch, das dann mitzunehmen. Wie gesagt, die Switch funktioniert einmal frei, hat die ein bisschen sauber gemacht. Ja, das Einzige, was man halt so ein bisschen bemängeln könnte, hat die jetzt hier links und rechts, seht ihr hier und hier auf der Seite, so diese typische Spur vom Dock. Ne, wenn man die so reinschaltet, ist doch, die hat ja irgendwie zur Anfangszeit immer doch ein bisschen Kratzer gemacht, leider. Das ist hier auch passiert. Finde ich jetzt nicht so richtig wild, ist ja Gott sei Dank nicht direkt auf dem Display, beziehungsweise zwar auf der Scheibe, aber nicht im Sichtbereich. Ja, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool. Für 100 Euro habe ich die auf jeden Fall sehr, sehr gerne mitgenommen. Kann jetzt damit die ganze OVP komplett machen. Das Dock habe ich übrigens auch noch zu Hause gehabt, fällt mir gerade ein. Also wirklich super und wie gesagt, das Spiel war auch noch mit dabei, das ist ja auch nicht ganz wertlos. Ja, war auf jeden Fall ein richtig geiler Deal. Chef, darf ich hier mal schauen? Ja. Komplett.
Wollen wir mal gucken, hat die Strom oder nicht? Ich glaube, ja. Oh. Ah, ist durch die. Ja, durchs Dock. Durchs Dock, ja. Na doch. Hier fehlt eine Schraube. Mal sehen. Kennt er zumindest. Was kostet die? 250. 250? Das kostet ganz genau 379. Aber OLED. Das ist nicht OLED. Das ist die alte Version. Ja. Neue kostet 300. Ja. Oder 340 oder sowas. Ja, ja. Okay. Wo die Spiel ganz alleine kostet 50 Euro. Das hier? Ja. Na, das glaube ich nicht. Ja. Okay, danke schön. Gib mal hier. Na, den können wir aber mal. Das Schiff ist Samstag mit dem. Mal sehen. Jemand muss auch mal hier waschen. Was kostet der? 4. Machst du 3? Ja? Super. Dann nehme ich den. Jetzt hast du einen neuen Rucksack. Ja, endlich. Ja. Perfekt, vielen Dank, ja? Danke. Ciao. Junge, wenn das nicht Kult ist, dann weiß ich auch nicht. Einfach gab es hier einen geilen Sailor Moon Rucksack. Also den musst du, also sag ich dir so, wie das ist, den musst du auch erstmal finden. Das ist auch nicht mehr so leicht. Der ist von... Ja, man kann es hier unten leider sehr, sehr schwer erkennen. Ich vermute von 2000, ihr könnt da mal gucken. Da ist so ein bisschen so ein kleiner Text oder so, ob man das so ein bisschen erkennt. Ich glaube hier bei meinem Mittelfinger, da steht, glaube ich, Copyright 2000. Richtig geiles Ding, haben wir jetzt auch schon gewaschen. Sieht also wieder richtig vernünftig aus. Ein paar Abnutzungsspuren hat er natürlich, ne? Der ist ja nicht neu oder so. Mit hier oben ist leider nur gedruckt, ne? Deswegen ist es auch so, dass das hier hinten leider so langsam auch ja, ein bisschen abgeht. Hier unten dafür eine Tasche, das ist hier stick, das ist nicht so leicht zu kaputt zu kriegen. Ja, hier hinten ist halt nichts weiter drauf, aber wie gesagt, ich finde den sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob man den damals als Schulrucksack verwendet hat, keine Ahnung. Wenn man mal hier reinguckt, hier ist auch noch irgendwie so eine, ja, so eine Folie mit so einem Extrafach. Also fand ich schon sehr geil, ey, für 3 Euro. Warum nicht mitnehmen? Sailor Moon ist ja doch schon irgendwie cool, hat ja auch irgendwie Retro-Charme auf jeden Fall heutzutage. Ja, und wie gesagt, hier waschen ist er auch und der sieht von meinen Begriffen wieder echt gut aus. Freunde, die Aufnahmen, die jetzt folgen, sind alle im Livestream entstanden. Ihr wisst ja mal, ich streame ja auch dreimal die Woche auf Twitch, darunter auch sonntags und gerne auch mal sonntagsvormittag direkt live vom Flohmarkt. Ja, das macht immer sehr viel Spaß, sind viele Leute dabei. Wie gesagt, da sind diese Aufnahmen jetzt entstanden. Wenn ihr da auch mal Bock habt, dabei zu sein live, einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Da ist der Link für Twitch, da könnt ihr dann gerne mal mit am Start sein. Macht sehr, sehr viel Spaß, sind immer sehr, sehr viele Leute dabei. Los geht's. Oh, guck mal hier. Ja, jetzt sowas wieder. Bitte sehr. Können wir gucken? Ach so, obwohl die jetzt nicht so richtig hässlich ist, die geht. Oh, halt alle aufeinander, was soll das? Mach dich in Ruhe, Hilfe! Wo denn? Ach so, nee, das ist so ein Samsung-Ding, was? Das ist aber Samsung, ne? Da fahrt man nach dem Preis, bevor der draußen. Ja, jetzt mal gucken, was überhaupt da ist. Was denn? Ob alle da ist. Das ist das Netzteil, oder? 5 Euro kannst du mitnehmen. Ja. Was kostet denn die Playstation? Welche kostet? Guck mal die da. Musst du hier gucken, sehr schöne Sache. Gehört das dazu? Das ist Kabel, das ist Strom, ja. Stromkabel dafür. Ach so, ich dachte, naja, okay. Nein, Strom. Kannst du mir 70 geben? Eieieiei. Guck mal, das ist ja gar nicht mal getestet oder irgendwas. Nein, kannst du da testen, funktionieren. Ja, wie soll ich das machen? Hast du keinen Fernseher, keinen Strom? 1 Euro gibst du da. Ja, aber keinen Fernseher. Oh, eine Wii. Warte, Wii. Ja. Hallo? Was ist denn das? Vormodul oder was? Das ist das Speichermodul oder Rumble Pack? Jetzt haben wir ihn, ne? Speichermodul. Was kostet euer Controller, Chef? Du hast einen Controller. Was Controller? Was? Vormodul. Nee, ist falsch. Falsch? Nee. Nee, der passt dazu nicht. Das ist 10 Euro. 10, was 5?
Wie geht es das dann? Weil die da ein bisschen schmutzig immer. Spiele. Ist das für die Wii? Vielleicht kannst du das machen? Nein, ich will die Wii nicht haben. Dann lass mich wirklich nicht mehr. Soll ich dir mitnehmen, Controller für den 10er mit dem VMU? Chef 7. 7. Nee, nee. Wann ist das denn? 10 Euro. Weiß ich nicht. 8? Nee, gar nichts. 15. 15 Euro löst. 15? Du hast gesagt, ja. 10. Du hast 10 gesagt. 10 hast du gesagt. Nee, nee, 15 nehmen. Nee. 12 Euro, gut. Du hast gesagt 10. Nee, gesagt. Du hast 10 gesagt. Ich hab gesagt 15. Hat sich verirrt. Ja, 10. 10, ja? Okay. So, erster Fund im Livestream. War relativ schnell gemacht und zwar ein Dreamcast-Controller im Okay-Zustand, würde ich sagen. Na, es gibt auf jeden Fall schlimmere. Der muss auch mal abgewischt werden hier. Der ist auch ein bisschen vergilbt, das sieht man leider auch. Dann ist aber immerhin mit dabei dieses VMU. Da muss ich auch mal gucken, ob das da funktioniert. Na, mal hinten mal die Batterie rausnehmen, sicherheitshalber. Nicht, dass die irgendwie da aufbläht oder so. Ich weiß nicht genau, ob das passiert oder nicht. Auf jeden Fall sicherheitshalber mal machen. Ihr habt es auch bis, glaube ich, mitbekommen. Ne? Die Verhandlung war ein bisschen sehr kurios. Er sagte zuerst, er will dafür einen 10er. Dachte ich, ja, okay, dann versuchen wir noch ein bisschen zu handeln. 5 wollte er nicht, 6 nicht, 7 nicht, 8 nicht. Und dann meinte er will 15 auf einmal, war da fest Überzeugung, er hatte von Anfang an 15 gesagt. Gott sei Dank habe ich da den Videobeweis und bin nicht komplett irgendwie, keine Ahnung, oder so, ihr wisst schon. Ja, auf jeden Fall konnte ich den dann tatsächlich für einen 10er mitnehmen. Wie gesagt, der 10er war ja von Anfang an so angesagt. Ich weiß auch nicht, ob das eine Masche von ihm war oder so. Aber Dreamcast-Controller für einen 10er mit dem Ding da hinten dran, mit dem VMU, ist trotzdem okay. Oh, mit Crash Bandicoot drauf. Oh ja, eine 55er. Was kostet die? Aber Kabel hast du nicht? Nein. Oh, das ist 20 zu viel. 10er, okay. Das machen wir was Gutes, sag mal was. 15? Gib dir 15. Danke, ja. So, dann gab es mal wieder eine PlayStation 1 in einem, ja, doch guten Zustand, aber mit so einem Crash Bandicoot Aufkleber finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn die da drauf sind. Leider ist der, seht ihr selber, nicht mehr so richtig gut, ne? Ziemlich zerkratzt, hier oben geht er auch schon so ein bisschen ab. Das ist halt dem geschuldet, dass das Ding wahrscheinlich, weiß ich wie oft, hin und her geschleppt wurde. Aber ansonsten ist die soweit in Ordnung, die funktioniert wunderbar, da ist irgendwie hat keine Probleme. Ich glaube sogar, dass die einen Chip hat, bin ich jetzt nicht 100% sicher, ich habe in letzter Zeit mehrere gekauft, deswegen weiß ich das jetzt gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, die hat einen Chip. Ich glaube ja. Und Version ist es die SCPH5502. Warum ich die immer ganz gerne mitnehme, diese 55er, ist einfach der Grund, da die zum meisten oder eigentlich fast immer ein PU18-Board drin ist. Und dann kann man da die PlayStation gut umbauen. Man kann sie auf HDMI umbauen, man kann sie umbauen, dass die SD-Karte abspielt und sowas alles. Deswegen zum Modden sind die echt gut geeignet. Deswegen nehme ich gerne mal so eine hier mit. Alle anderen natürlich auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, die hier immer so ja, favorisiert. Was ist? Da? Ja, eine Xbox, eine Klasse. Da kommt ein Brocken hoch. Nee, da wo sie hingehört, aber auf dem Boden. 10 Euro, oder? Warte mal, die kostet. Angebot, 10 Euro. 10 Euro? Euro. Ja, da musst du ja fast mitnehmen, das Ding. Den muss ich mir jetzt mal. Ein Check hier, 50 Cent, Check, probier es. Boah, da will ich jetzt eine Xbox für einen 10er mit, Alter. 100%, weil da war für mein Sohn. Ach so, vom Sohn? Ja. Na, dann ist klar, dass die geht. Das ist, dann glaube ich das natürlich. Wenn Roxana sagt, geht. Ja, okay. Der ist ja eh von dem, wenn die Kinder gehen, dann wird auch gut um. Hier, 50 Cent, probiere. Ja. Soll ich jetzt den Patron machen und noch 5 Euro fahren? Hier ist noch ein Controller, aber geht noch nicht. Aber? Ist da mit Strom kommen? Hier ist es nicht. Der Strom ist ja erst einmal kaltgerichtet, oder nicht? Ja. Ja, das ist das Funkkabel dafür. Kannst du deinen Rucksack absetzen kurz? Kann ich meinen Rucksack absetzen oder nimmst du eine Tüte? Aber ich habe keine Hand frei. Ja, warte. Wir haben Rucksack, geht Rucksack. Warte. Augenblick. Und die sehen wir gleich nie wieder. Danke, ja? Was noch? Nee, warte, du mal. Danke schon. Oh mein Gott, und jetzt kommt hier der nächste Trümmer, alter Schwede.
guckt euch dieses riesige, schwere Ding an. Also, ich würde, glaube ich, nicht lügen, wenn ich sage, die wiegt 5 oder 6 Kilo oder so. Das ist wirklich ein richtig schweres Monster. Eine Xbox Classic, wo mir Roxana selbst geschworen hat, dass sie hundertprozentig funktioniert. Funktioniert natürlich nicht. Also klar, sie geht an. Man kommt auch dieses Xbox-Menü oder beziehungsweise diese Xbox-Logo und so kommt am Anfang. Allerdings will die Konsole dann von mir, dass ich Uhrzeit und Datum einstelle. Da habe ich gedacht, okay, das wird wahrscheinlich dieser Kondensator drin kaputt sein, der da regelmäßig ausläuft. War auch so der Fall. Den haben wir jetzt auch schon erneuert im Livestream letztens, noch gar nicht lange her. Aber ich habe das Problem, ich habe entweder nur zwei kaputte Controller da, mit denen ich die Uhrzeit nicht einstellen kann, oder die Xbox empfängt oder beziehungsweise akzeptiert keine Controller-Eingaben. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie einen dritten Controller zu kriegen und versuche es dann nochmal. Wenn es dann nicht geht, ja, dann ist es halt so. Dann hat man halt 10 Euro mal in den Sand gesetzt. Meine Güte. So an sich, wie gesagt, ist es in Ordnung. Ne? Der Zustand geht auch klar. Sogar das Laufwerk ist noch in Ordnung. Ne? Das ist ja oft so, dass das oben ein bisschen hakt oder so. Wie gesagt, das passt hier. Da war auch noch sogar ein Halo-Spiel drin. Das allererste, nur die CD natürlich. Ja, wie gesagt, also die Leute erzählen dir natürlich auf dem Flohmarkt immer, dass alles funktioniert, aber dass das nicht der Fall ist, ich glaube, das habe ich schon oft gesehen oder beziehungsweise habe ich euch oft schon gezeigt und damit oft bewiesen. Ja, nichtsdestotrotz finde ich, war es ein sehr, sehr geiles Video mit richtig, richtig coolen Funden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Highlight-Fund des Tages war. Für mich war es, glaube ich, die Switch, denn wie gesagt, es war so halt so überraschend, dass ich genau die Teile gefunden habe, die mir zu Hause noch fehlen. Also richtig geil, richtig guter Fund. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst für dieses Video, ne? Das hilft mir immer, das habe ich euch schon ganz oft gesagt. Ey, und wenn ihr Bock habt, dann lasst noch ein Abo für diesen Kanal da, dann verpasst ihr kein Video mehr und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.